Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wie ihr seht, Dragon Age Origins wird es sein. Zum Spiel an sich gibt es eigentlich nur zu sagen, dass es ein absolut geniales Party-RPG von BioWare, dem kanadischen Spieleentwickler, ist. Es ist eines meiner Lieblingsspiele. Und genau deswegen habe ich mich als erstes Let's Play auch für Dragon Age Origins entschieden. Vorweg, ich habe die Ultimate Edition, das heißt alle DLCs, die es für Dragon Age Origins gibt. Die DLCs, die wir in-game erledigen können, die Let's Play ich auf jeden Fall mit. Kampagnen, die außerhalb der Origin-Story stattfinden, also Hexenjagd, die Chroniken der Dunklen Brut, Illyanas Lied, Golems von Amgarak und auch Awakening entscheide ich kurzfristig, ob ich sie Let's Playe oder nicht. Je nachdem, wie ich Lust habe. Dann spiele ich mit einigen Mods. Also mit einigen kleineren Veränderungen im Spiel. Dazu mehr, wenn die Mods sich aufs Spiel auswirken, also in-game. Und jetzt würde ich sagen, frisch vom fröhlich frei, ein neues Spiel, Dragon Age Origins. Und ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu dumpf oder zu hell, denn mein Headset ist nicht das allerbeste. Jetzt erstmal das Intro. Viel Spaß. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen. Doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge, und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück, und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige, und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Ist
es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Herr Bauer, steh uns bei. So, das war das Intro zu Dragon Age Origins. Ich weiß nicht, wo ich vor dem Intro stehen geblieben war, aber was ich euch sagen wollte oder fragen wollte, ist, ich hoffe, dass meine Stimme nicht zu hell, zu dumpf klingt, weil mein Headset ein besseres sein könnte. Allgemein, wenn Ingame-Lautstärke zu laut ist, meine Stimme zu laut ist, schreibt es in die Comments. Ich werde probieren, das Ganze dann zu beheben oder zu verbessern. So, jetzt kommen wir aber zur Charaktererstellung. Wir erstellen unseren Helden. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. So, wir können unser Geschlecht wählen. Wir wählen natürlich, wie man hört, hallo, hallo, ich bin ein Mann, also wählen wir den Mann. In Ferelden sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Beide Geschlechter sind in den meisten Organisationen, Adelshäusern und Militäreinheiten zu gleichen Teilen vertreten. Schön. Danach können wir uns für das Volk entscheiden, wo wir die Wahl haben zwischen den Menschen, den Elfen und den Zwergen. Wir entscheiden uns hier für den Mensch. Die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst 4-mal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle, die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sie in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Rassenboni, plus 1 Stärke, plus 1 Geschicklichkeit, plus 1 Magie und plus 1 Klugheit. So, die dritte Wahl, die wir zu treffen haben, ist die Wahl der Klasse. Hier gibt es den Krieger, den Magier und den Schurken, welchen ich spielen werde. Gleichzeitig mit der Klasse können wir auch unseren Hintergrund wählen. Im Fall des Menschen nur eine Möglichkeit, den menschlichen Adligen. Würden wir jetzt zum Beispiel einen Zwergenschurken spielen, könnten wir zwischen bürgerlichen Zwerg und adligen Zwerg wählen. Aber Mensch, Schurke, menschlicher Adliger. Du wurdest in eine Familie hineingeboren, deren Reichtum und Macht nur hinter denen von Königen zurücksteht. Als dein Bruder den Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führt, werden deine diplomatischen und kämpferischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Grüße! So, hier haben wir jetzt etliche Möglichkeiten, unseren Charakter nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Da das aber zu viel Zeit in Anspruch nimmt, werde ich einen voreingestellten Charakter nehmen. Und den, naja, vielleicht minimal verändern. Der sieht doch für einen Schurke ganz gut aus. Ja, die Frisur sieht ja mal voll Panne aus. Auch nicht so das Wahre. Auch nicht. Auch nicht. Ja, das geht doch, oder? Ja, das geht. Rest, Augenfarbe, Mimik, ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Porträt könnten wir jetzt auch noch verändern, wie unser Charakter hier unten in diesem Bildchen guckt. Ist auch nicht von Belang. Stimme, ja, Schurke. Ich bin definitiv entzückt. Passt Gewand. Glaube ich ganz gut. Achso, wir müssen uns noch einen Namen geben. Amras soll es denn dann sein. Und weiter. Jetzt das Attributesystem von Dragon Age. Bestehend aus 6 Attributen. Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft, Magie, Klugheit und Konstitution.
Wir können 5 Attribute verteilen. Für Schurken eigentlich nur wichtig Geschicklichkeit und Klugheit. Und Stärke, um dann im späteren Spiel entsprechend gute Rüstungen tragen zu können. Wir verteilen unsere 5 Punkte. 2 auf Geschicklichkeit, 2 auf Klugheit und 1 in die Stärke. Jetzt Fähigkeiten. Fähigkeiten haben wir Manipulation, Stehlen, Fallenbau, Überleben, Kräuterkunde, Giftherstellung, Kampfausbildung und Kampftaktiken. Wichtig, der Manipulationsbaum, der bietet später im Spiel verschiedene weitere Gesprächsoptionen an. Vereinfacht einiges. Deswegen wird der auf jeden Fall geskillt. Mit einem Punkt. Stehlen brauchen wir erst ganz spät im Spiel. Skill ich dann später, aber auch nur den ersten Punkt. Auch ganz wichtig Überleben, also in meinen Augen ganz wichtig, weil uns das erlaubt, auf der Minimap unsere Gegner zu sehen. Innerhalb einer bestimmten Reichweite. Also auch hier einen Punkt rein. Dann wichtig die Kampfausbildung, um später bessere Talente erlernen zu können. Und zu den Talenten kommen wir jetzt. Also zum Beispiel, wenn wir dann Kampfausbildung voll ausgeskillt haben, können wir auch erst die letzten Talente lernen. Ihr seht hier, benötigt meisterhafte Kampfausbildung. Wir haben 3 Talentpunkte zu verteilen. Verteilen diese auf den unfairen Kampf. Der Schurke setzt einen Gegner außer Gefecht. Dieser erleidet durch den Angriff keinen Schaden, wird aber kurzzeitig betäubt. Sehr wichtig, falls man mal in Bedrängnis gerät. Dann eine passive Fähigkeit, die 2 Waffenausbildung. Der Charakter ist im Umgang mit 2 Waffen geschickter geworden und verursacht nun mit der Zweitwaffe einen annähernd normalen Schadensbonus. Klingt gut, nehmen wir. So, die Bogenschießen-Talente fallen raus, weil uns alleine die 2 Waffentalente für unseren 2 Waffenschurken interessieren. Wir haben jetzt noch zur Auswahl den Doppelschlag oder den 2 Waffenstreich. Ich werde mich für den 2 Waffenstreich entscheiden, damit wir eine Kampffähigkeit noch haben. Der 2 Waffenstreich. Der Charakter schwingt beide Waffen in einem weiten Bogen nach vorne, wobei er nahe Gegner mit einer oder beiden Waffen trifft. Er verursacht dabei deutlich mehr Schaden als üblich. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir zur Wahl des Schwierigkeitsgrades. Den lasse ich auf normal stehen. Da sind die Kämpfe nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und wir kommen, denke ich, ganz gut durchs Spiel durch. Und an dieser Stelle der erste kleine Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Episode Dragon Age Origins. Ciao, ciao!